Und wie fühlst du dich dabei? Gut. Nun ja, ein Mann hat sich umgebracht, Andrea. Meinst du nicht, dass da andere Emotionen passender wären? Ich jubiliere. Wie wär's damit? Was ist los mit dir? Ich bin nicht therapierbar. Es ist interessant, dass du sogar stolz darauf bist. Weißt du, worauf ich stolz bin? Es gibt einen Pädophilen weniger. Und die kleinen Kinder, die ihm zum Opfer gefallen wären, sind nun sicher. Ja. Wir klären Verbrechen auf, nachdem sie passiert sind, aber Seth Gorings Selbstmord verhindert sie. Solange du nicht den Wunsch hast, dich zu ändern, kann ich dir auch nicht helfen. Lass den Psychomist. Ich bin deine Ex, aber nicht deine Patientin. Stimmt, das wäre definitiv unmoralisch. Hast du sie besucht? Ja, das weißt du doch. Sie weigert sich immer noch, mit mir zu sprechen. Ja, ich weiß. Kannst du sie nicht umstimmen? Es ist schwer für mich, unsere Tochter dazu zu bringen, dir zu verzeihen, weil ich es nicht tue. Sie ist ein ziemlicher Sturkopf. Woher sie das wohl haben mag? Ich werde mich dir gegenüber nicht rechtfertigen oder mit dir streiten, Ethan. Du hast dich von mir scheiden lassen. Also, hast du gewonnen? Oh, niemand hat gewonnen, Andrea.